hatte mal 4 Kekse und hab einen gegessen. Da hatte ich bloß noch 3. Caillou konnte es gar nicht mehr erwarten, dass er endlich im Garten ficken konnte. Aber damit hatte er nicht gerechnet. Regen. Scheiße! Und was soll ich jetzt tun? Backfisch. Caillou, was ist denn los? Alter, ernsthaft, halt's Maul! Und jetzt weiß ich nicht, was ich tun soll. Tja, warum spielst du stattdessen nicht mit deiner... Penis! Die ist doch kaputt. Und was ist... Sack! Gilbert hat auf ihm... Ficken! Caillou, spiel mit... Peppy! Du blöde Schnepfe! Kinder! Ihr werdet nicht glauben, was ich gefunden habe. Seht euch das an. Papi freute sich riesig über das, was er im Keller gefunden hatte. Und Caillou wollte gern wissen, was das sein könnte. Toll, Puzzlespiele. Aber nicht irgendwelche. Deine Mutter. Spiele. Mit denen hatte ich so viel Spaß, als ich noch ein Kind war. Notenbumser. Das war eins meiner Lieblingspuzzlespiele. Liebling? Meine geistig-moralischen Mechanismen sind mysteriös und komplex. Ja, unbedingt. Caillou, hilf mir bitte beim Überlegen. Yo! Jetzt hast du was zu tun an diesem verregneten Tag. Das Puzzle ließ sich leicht zusammensetzen und Caillou machte es großen Spaß. Jetzt fehlt nur noch ein Teil. Ich will Abu die Tarne mit spielen! No. Halt das, halt meine Geschmeiße, Scheiße! Alter, ernsthaft, halt's Maul! Du Hurensohn! Ich weiß genau, dass ich alle Teile hatte. Nein. Das letzte Teil muss hier irgendwo rumliegen. Vielleicht sitzen wir drauf. Caillou und Papi suchten alles ganz genau ab. Ich kann's nicht sehen, Papi. Aber sie konnten das fehlende Puzzleteil nirgendwo finden. Das verstehe ich nicht. Wo kann's nur geblieben sein? Sag mir, du beschissenes Arschloch. Entschuldige, aber das ist wichtig. Ah, es ist echt verschwunden. Oh mein Gott! Caillou war enttäuscht. Aber Papi konnte das sehr schnell ändern. Arr, was hältst du davon, wenn wir beide auf eine kleine Schatzsuche gehen? Hurensohn. Ja, genau du! Was ist eigentlich dein Scheißproblem? Gleich eins aufs Maul. Ich bin homosexuell. Mast und Schotbruch. Er sollte sich besser so ein Gewand zulegen, wenn wir uns auf die Schatzsuche nach den Puzzleteilen machen. Okay, ich mein... Heil Hitler! Arr, jetzt bist du ein Pirat, wie ich. Arr, Captain! Ja, so ist es recht. Also, Leinen los für unsere Schatzsuche. Hi ho! Machen wir uns auf die Suche nach dem verschwundenen Puzzleteil. Anker werfen, Matrose! Arr! Ein verlassenes Eiland! Und sieh mal, Matrose! Notenbumser! Arr! Das sind nur meine Spielsachen, Captain! Was ist hier denn los? Arr! Was für ein Segelschiff erblickt mein Auge! Das ist eine Yoshi! Sagt ihr? Aber ihr würdet unter dieser Matte doch wohl keinen Schatz ficken! Doch. Ihr könnt... Nein. Arr, kein Schatz im Frachtraum, Matrose. Dann segeln wir mal weiter. Na, du Landratte, wo mag der Schatz wohl zu finden sein? Verrat uns das, Gilbert!
Hey, du Schlampe! Zeig ihn mir! Caillou und Papi hatten schon eine geraume Zeit Piraten gespielt. Arr, schmeckt dir dein Piratenfest mal, Matrose? Nein. Ja, eine Schatzsuche hat Piraten schon immer hungrig gemacht. Ihr werdet es nicht glauben, aber ich habe das fehlende Puzzleteil, den Schatz gefunden. Das Puzzleteil! Das hatte ich schon ganz vergessen. Halt's Maul! Ich glaube, weil uns das Piratenspielen so viel Spaß gemacht hat, haben wir ganz vergessen, wonach wir wirklich suchen. Und du dachtest schon, dass dir heute überhaupt nichts mehr Spaß machen kann. Ja, dabei war es total... Scheiße! Gilbert hatte es. Zusammen mit Rexy. Wusste ich's doch, dass wir diesem Strolch Gilbert nicht trauen konnten. Am nächsten Tag beeilte sich Caillou vom Kindergarten wieder nach Hause zu kommen. Hi, Caillou! Wollen wir spielen? Er hatte nämlich etwas sehr Spannendes vor. Vielleicht später, Sarah. Papi und ich wollen Puzzle spielen. Seit wann macht denn Tomate? Piep! Anmache da! Ich will abends die Torte mit spielen! Alter, ernsthaft, halt's Maul! Ja! Du und so, ich werd dich umbringen! Ah! Fick deine Mutter! Ich habe so viele verfickte Schildkröten getötet! Mann, wenn ich nur noch... Ist das wichtig? Gleich eins aufs Maul. Seit diesem Tag wusste Caillou, wie er sich selbst eine Freude bereiten konnte. Und dafür brauchte er nur ein bisschen Fantasie.